Ich begrüße euch zu einem weiteren Destiny-Video auf meinem Kanal. Um was geht es? Es geht darum, wo ihr Xur an diesem Wochenende finden werdet. Und zwar steht Xur im Hangar. Und zwar, wenn ihr zum Hangar lauft, einmal rechts umdrehen und dann steht Xur in der Ecke drin. Fand ich eigentlich damals, als er das erste Mal hier stand, gar kein schlechtes Versteck, weil er wirklich kaum auffällt. Und was hat Xur für euch dieses Wochenende dabei? Er hat wie immer das Vermächtnisengramm, das Waffen aus Jahr 1 beinhaltet. Er hat Ruinenflügel für den Titanen. Er hat die versiegelten Ahamkara-Griffe, Panzerhandschuhe für den Hunter. Und er hat Licht hinter Nemesis, einen Warlock-Helm. Und er hat dieses Wochenende kein Engramm für Jahr 2 dabei, sondern eine Waffe, und zwar die Handfeuerwaffe Falkenmond. Und die werde ich mir jetzt auch mal kaufen. Und ich werde mir auch mal die versiegelten Ahamkara-Griffe kaufen. Er hat auch wieder 3 der Münzen dabei. Damit könnt ihr ja bei den Ultras die Chance erhöhen, dass die ein exotisches Engramm droppen. Und da werde ich jetzt auch mal ordentlich zugreifen und mir gleich eine Handvoll von den Dingern kaufen. Haben mich die Neuen deshalb hergeschickt. Und weil es so schön war, nochmal. Es gehörte niemals mir. Wunderbar. Und das soll es auch schon gewesen sein. Nur ein kurzes Video. Wo findet ihr Xur? Hier steht ihr. Was er dabei hat, habe ich euch ebenfalls gezeigt. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Destiny-Video von mir wieder. Bis dahin. Ciao.